50 Mitglieder des Pensionärsvereins. Mit dem Bus der Firma Kloß aus Wiesbach unterwegs nach Schwarzerden zu dem Standort der Ostertalbahn. Die Fahrt ging von Wustweiler über Ottweiler durch das Osterbachtal nach Schwarzerden. Die romantische Nebenbahnstrecke zwischen Ottweiler und Schwarzerden im nordöstlichen Saarland war fast 7 Jahrzehnte prägend für die kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung der Region. Die 20 Kilometer langen Strecke zwischen Ottweiler und Schwarzerden mit ihren Rampen von über 25 Promille und 32 Brücken werden diese Fahrten wieder zur Gegenwart. Die Strecke verbindet die Ortschaften Ottweiler, Wingerzweier, Steinbach, Fürth, Dörrenbach, Werschweiler, Niederkirchen, Mart, Hof, Osterbrücken, Haupersweiler, Oberkirchen Süd und Schwarzerden. Auf dem Betriebsbahnhof Schwarzerden sind mehrere Fahrzeuge des Arbeitskreises Ostertalbahn beheimatet. Einige Diesellokomotiven KÖV 3, mehrere Reisezugwagen, Güterwaggons, Werkstattwagen, Rottenkraftwagen, ein Speisewagen mit Ropa, zwei Wegebagger, Schaufellader und viele Baumaschinen, die im Gleisbau benötigt. Der Zug für den Pensionärverein steht am Ladegleis bereit. Im Zug wurden wir empfangen mit Kaffee und Kuchen. Wegen einer betrieblichen Störung konnte die Fahrt nicht komplett durchgeführt werden. Der Pensionärverein Wustweiler wird die Fahrt wiederholen. Einige Gäste besuchten die Ausstellung in den umgebauten Waggons. In dem 3. Klasse-Waggon können Sie den Fahrkomfort der Holzklasse genießen. Er ist mit Original-Holzsitzbänken ausgestattet. Ein weiterer Waggon führt die 2. Klasse mit Kunstledersitzen. Und so wäre es gewesen, wenn die Fahrt komplett stattgefunden hätte. In der Tourismusregion Ostertal hat sie eine neue Aufgabe erhalten. Sie verbindet Natur und Kultur. Durch die Talaue der renaturierten Oster
führt die Strecke durch eine leicht hügelige Landschaft mit vielen Streuobstwiesen. Von den Haltepunkten aus kann man herrliche Wanderungen oder Radtouren unternehmen. Der Fahrradtransport mit der Ostertalbahn ist natürlich kostenlos. Brückenbauwerke der Strecke. Mit einer Gesamtlänge von 83 Metern überspannt die gestelzte mit Sandstein verkleidete Rundbogenbrücke mit vier Bögen das Tal der Oster. Dieses Bauwerk wurde als Denkmal in die Denkmalliste des staatlichen Konservatoramtes des Saarlandes aufgenommen. In fast 20 Metern Höhe über der Talsohle gelangen wir auf die östliche Talseite und beginnen den Aufstieg Richtung Oberkirchen. Es bemüht sich im Rahmen seines musealen Konzeptes um die Dokumentation der Erschließung der Region durch die Eisenbahn ebenso wie die Sammlung von technischem Gerät und Fahrzeugen. Hauptsächlich aus den Bereichen Eisenbahnbau und Betrieb. Dabei ist es sein Ziel, die Exponate soweit möglich betriebsfähig aufzuarbeiten bzw. zu erhalten. So kann er diese seinen Gästen im Betrieb vorstellen und so einen lebendigen Eindruck über Arbeitsweise und Einsatz vermitteln. Zu besonderen Anlässen im Jahr bietet die Fahrt mit dem Museumszug ein ganz besonderes Erlebnis. Zur Saisoneröffnung an Ostern begrüßt natürlich der Osterhase die Fahrgäste des Museumszuges mit bunten Ostereiern. Wenigstens einmal im Jahr, August oder September, ist Dampf im Ostertal angesagt. Dann steigt im Bahnhof Schwarzerden das Bahnhofsfest und der Museumszug wird von einer Dampflok durchs Tal gezogen. In der Adventszeit wird es dann festlich im Museumszug Nikolaus Sonderfahrten. Wenn es draußen kalt und dunkel wird, künden frisch gebackene Zimtwaffeln und heißer Glühwein im Zug von der nahen Weihnachtszeit. Abschlussessen im Hotel-Restaurant Schafbrücker Mühle zwischen Ottweiler und Liebeskirchen.